Boom. So. Jetzt müssen wir, jetzt geht's ans Probieren. Warum denn mit der, Schaufel? Keine Ahnung. Ich weiß es selber nicht. Fragt mich lieber nicht, Leute. Fragt mich lieber nicht. So. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Also hier kommt das Feld hin. Beziehungsweise muss sogar noch ein länger. Warte, obwohl, dafür nehme ich dann auch das Holz. Hier könnt ihr ja einfach eher dazwischen kloppen. Und zwar, wenn das Wasser jetzt, also wenn das jetzt hier das Feld wäre, das Wasser würde dann von hier halt jetzt da runterkommen. Ich glaube, dann würde sich das nämlich an dem Ende da aufstauen. Okay, das ist jetzt auch gerade ein bisschen optimal, warte. Ich wollte das lieber mit Erde. Okay, schneller wieder. Mit Erde. Es geht zwar auch einigermaßen schnell wieder weg, aber trotzdem. So, und zwar ist meine Vermutung, wenn das Wasser jetzt nämlich hier auftritt. So, mal. Meine Güte, jetzt lass mich. Also es muss sowieso alles später Erde werden, dann kann ich das auch nicht ausfüllen. Huch. Der Erdblock sollte da nicht sein. Boah, ich hole mir jetzt erstmal mein Wasser wieder. Das stört mich gerade doch zu sehr. Da sehe ich doch gar nichts. Da, warum schießt er mich ehrlich? Ich meine, alles andere hat er doch auch nachgeschoben. Nein, aber was ich jetzt noch sagen würde, meine Befürchtung, wenn das Wasser jetzt hier so aufkommt, dann wird es da in der Ecke nämlich das nicht wegtragen, was dann da alles ist. Deshalb muss das alles sowieso noch einen länger. Also. Ich meine, es muss sowieso dann alles noch ein Stück nach hinten, aber... Knack. So. Und Erde. Holz dahin. Gut, also. Ich wollte. So. Dann mache ich einfach noch so eine Ebene hin. Und dann bin ich mir nämlich ziemlich sicher, dass das klappen sollte. Denn wenn jetzt das Wasser von hier oben ankommt, dann fließt es einfach munter hier runter. Munter hier runter, wahaha. So. Genau bis dahin will ich es auch haben, das ist gut. Bei der oberen Ebene muss dann natürlich ein bisschen kürzer sein, wegen und so. Aber das werde ich dann gleich alles planen. Jo, planen werde ich alles. Ich gehe lieber erstmal schlafen. Und ich brauche mir ein paar Fackeln. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Kohle habe ich ein bisschen gefunden. Also schlafen. Und eine Axt sollte ich vermuten, damit ich den Baum fällen kann. Damit ich noch ein bisschen mehr Holz habe. So, das heißt, warte. Jetzt machen wir ein paar Sticks. Oh, ich habe ja noch ein paar Sticks. Egal. Ich brauche 3 Steine. Ich habe viel zu viel Zeugs mit. Ich werde gleich mal meine Tasche ein bisschen ausleeren. So. Huch. Das meiste brauche ich doch gerade gar nicht so. So viel da brauche ich doch noch gar nicht alle. Sollte hier eine erstmal ausreichen. So.
Und jetzt du Baum. Wert mein. Okay, das dauert jetzt wieder ein Minütchen. Okay. Jetzt halt trinke ich vielleicht mal was mit. Oh nein. Oh, nein. Jetzt fängt er wieder von vorne an. So. Ich kann sogar mit einer Hand trinken. Sogar mit links. Ich schaff das. Auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch aussah, aber. Ne? Ja, ich hab's bald. Bald hab ich's. Na los jetzt! Jawohl, so. Da haben wir doch alles, was wir wollen. So, die Setzlinge machen wir gleich natürlich wieder hin. Immer schön wieder nachpflanzen. Aber der da kommt nach. Da. Sonst liegen ja keine rum. Gut. Haben wir ein bisschen mehr Holz. Was war das? Oh, guck mal, die Achsen sind gleich wieder verbraucht. Was wollte ich? Achso, ich wollte einfach nur allgemein. So. Oh, das wird eine ganz schön große Windmühle. Ich hätte sie 2-3 Blöcke weiter vorne bauen sollen, aber ach, egal. Egal. So, die ganze Erde kommt nochmal weg. Hier werde ich. Die Treppe nach oben werde ich ein Stückchen anders bauen. Noch um einiges professioneller. Hinten wird dann halt, also hier hinten wird dann auch wohl der Gang sein, wo man dann nach oben kommt. So, also. Das Wasser kommt jetzt hier runter und fließt dann da schön 8 Blöcke lang. So, wie hoch sollte das hier werden? Na, bestimmt mindestens 3. Sollte mir gleich schon mal ein unendliches Wasser noch machen. Fällt mir jetzt schon mal ein. Huch. Also, her den Block. Ich mache mir jetzt schon mal ein unendliches Wasserloch. Ach was, das kann ich auch oben einfach auf der Ebene machen. So, machen wir einfach hier mal schnell. Ich habe doch eine Schaufel. Warum denn so schwer? Huch, hier komme ich nicht runter. Oh, da hinten kriege ich sogar gleich Wasser her. Ja, ganz praktisch. Alles wieder richtig schön nachgeflossen und alles seine Richtigkeit gut. Ja, eigentlich, ja, ich glaube, der Aufgang kommt an der Seite. Fällt mir gerade ein, ist wahrscheinlich um einiges besser. So. Denn jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Feld auch. Ach, jetzt habe ich alle weggepackt. Oh, das ist doch. Doof. So. Jetzt muss ich mal wieder runterspringen, um da hochzukommen. Naja, gut. Ist halt alles gerade noch nicht so gut hier. Okay, so. 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 Ja, das wird eine ziemlich große Mühle. Befürchte ich ja. So. Dann kommt da nämlich das Wasser wieder runter, also. Ne, ihr kennt das ja bestimmt auch. Bestimmt sogar besser als ich. Wahrscheinlich mache ich das hier wieder um einiges zu groß und dann geht alles zum Fluss nicht oder so, keine Ahnung. Das könnte ja durchaus sein. Aber ist mir Schnuppe, ich mache das so, wie ich das will. Genau so mache ich das. So, und dann kommt hier die Erde drauf. Okay, auf die letzte Reihe sollten wir trotzdem noch. So. So. Das müssten jetzt nämlich wieder 7 sein.
Wenn ich nicht irre, dann müsste hier wieder das Holz drauf. Ja, warum schiebt er mir alles schiebt er hinterher, nur die Erde nicht hin? Ich verstehe es einfach. Ich verstehe es einfach nicht. So. Dann jetzt mal hier das schön. Boah, ich bin ja so schlau und hab den Wassereimer nicht mitgenommen. Ah. Also mir kein Wasser wieder mitgenommen. So. Boah, ey, schon wieder kein Holz mehr. Schlimm ist das. Schlimm, schlimm, schlimm. Nein. Ah, okay, das kann auch nicht bleiben. Wird ja sowieso irgendwann wieder hin. Ach Quatsch. Das muss ja dem entsprechen. So. So, dann müssen wir hier weiter nach oben gehen. Ach ja, genau hier. Das sind so. Und dann kommt man da hoch. So. Jetzt müsste das Wasser rein theoretisch nicht da sein. Meine Güte, wie oft ich hier durch die Gegend springe. Das meine Rüstung doch gleich noch mehr am Arsch. Na egal. Egal. So, das Wasser kommt jetzt quasi von hier an. Fließt bis da, fließt da runter. Und geht dann hier weiter. Jetzt natürlich genau da an das Wasserloch, ist klar. Dann werde ich das mal kurz umbauen. Und dann muss man das Wasser natürlich oben nochmal neu setzen, damit das resettet wird. Nein, boah, ich war doch schon oben. Ich war doch schon oben. Muss ich mal gucken, wie viele Ebenen denn noch? Ich meine, so eine Riesenmühle sollte sie eigentlich nicht werden. Es wird dann ganz schön schwer, das Objekt zu verpacken. Ob dann zwei ausreichen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Vielleicht. So, setzen wir das Wasser neu. Ich hoffe, unten ist schon komplett verflossen. Und es reicht genau bis da. Sehr schön. So soll das dann sein. So. Ach, ich glaube, ich mache die jetzt einfach nur so hoch und fertig. Also die zwei Felder hier. Wenn nicht, mache ich unten noch ein Feld rein und dann mache ich den Eingang an der Seite. Das könnte ich machen. Ja, könnte ich machen. So, das heißt, hier sollen auch wieder drei hoch. Ah, so schnell verbraucht man schon wieder seine Ressourcen, ey. Ist voll krass. Man glaubt es kaum. Muss ich irgendwo noch die ganzen Pistons hinpacken. Ich glaube, die werde ich aber auch halt nach, also verkehrt rum von Kopf über machen lassen. Damit es nicht noch weiter nach hinten rausgeht. Das wäre gar nicht so gut. Glaube ich. So, ach, das habe ich noch in der Hand. Sehr gut. So, gib mir den Block da wieder. Das ist meiner. Meiner. Wird langsam dunkel, ich hatte ja schon langsam ausleuchten, wozu ich den ganzen Fackeln gemacht. Alter, wie oft ich mich verbaue. So. Mach einfach mal da Licht. Da Licht. Und Deckel drüber. Meine Güte, ey, wie. Es ist. Nervig. Zum Kotzen ist das. Aber richtig. So. So, hier ans Ende kann ich auch nochmal Licht setzen.
An das Ende geht es natürlich nicht. Genauso wenig wie dann hier. Okay, das heißt jetzt da. Da. Ja, doch, ich werde noch eine Ebene nach unten machen. Also eine unten eine Ebene hin machen. Das heißt, das muss weg. Und der Eingang wird dann halt nicht da vorne sein, sondern an der Seite. Beziehungsweise, ja, ich muss nochmal gucken, wie ich das alles mache. Weil alles gar nicht so einfach. Also kann hier nochmal zu. Und hier muss so eine Reihe Holz hin. So, ne? Und essen muss ich auch schon wieder. Okay, ich denke aber, das wird es dann gleich gewesen sein. Das werde ich dann nächstes Mal weiter bauen, obwohl ich jetzt noch ein bisschen Lust hätte, aber... Nee. Muss ja auch noch alles rendern und da... Nächstes Mal dann. So. Und das alles hier runter. Geschwappt. Und dann passt das alles. Jawohl. Dann gehe ich jetzt kurz nach Hause und schlafe und... Oh, ganz viele böse Monster. Ganz viele böse Monster. Ganz, ganz viele böse Monster. Und schlafen. So, und damit bedanke ich mich fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.